Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Morgen, hallo. Andreas Bauer, mein Name. Schönen guten Tag von ADV Ruf ist hier aus an. Den Herr von der Süf Hans hätte ich gar nicht brauchen. Am Telefon. Ja, wer ist da nochmal? Andreas Bauer von der Allgemeinen Deutschen Verlagshäusern. Es geht um eine kostenlose Verlosung für die Kunden von Rewe, Netto, Edeka, Altimarkt, Kaufland. Haben Sie so eine Playback-Karte, Deutschlandskarte, wo Sie einkaufen gehen? Ja, die benutze ich ja immer, ne? Genau, und durch diese Karte sind Sie dieses Jahr bei einer kostenlosen Verlosung von 40.000 Kunden unter die 10 Finalisten. Das ist kein Gewinnspiel, keine Lotterie, das bekommen Sie an die Adresse Hinderburgstraße 112B in Bayreuth. Ist das aktuell, die Anschrift? Oh ja, ja, da freue ich mich ja, vielen Dank. Das ist auch kein Gewinnspiel, keine Lotterie. Sie entscheiden sich auch erst, wenn Sie das schriftlich jagen. Und der Finalist ist geboren 4.9.1951 oder 9.4.1951? 9.4. ist bei mir das Geburtstag. Sie, wir wollen ja mit mir sprechen, ne? Genau, den Herr von Rudershof Hans habe ich hier am Telefon, ne? Von Rudersdorf. Genau, von Rudersdorf Hans am Telefon, ne? Ja, genau, Generalmajor AD. Genau. Gut, nur dass wir uns einig sind, ne? Weil mein Bruder heißt auch so, aber der hat halt den Titel nicht, ne? Also, wessen Geburtsdatum ist das denn? 9.4.1951. Wir sind Zwillinge. Ich bin Hans Hubert und er ist der Hans Herbert, deswegen frage ich. 51, okay. Also, ich habe den Herr von Rüdershof Hans. Und wenn Sie Zwilling sind, ich weiß nicht, mit wem ich jetzt richtig bin. Ja, da sind Sie richtig bei mir. Ich wollte nur sicher gehen, dass das alles seine Richtigkeit hat, ne? Genau, und deswegen habe ich Sie auch angerufen, weil Sie das alles auch schriftlich zugeschickt bekommen. Das ist kein Gewinnspiel, auch keine Lotterie. Das ist eine kostenlose Verlosung für die Kunden von Rewe, Netto, Edeka, Aldi, Markt, Kaufland, DM. Wie gesagt, Sie sind dieses Jahr von den Zufallsgenerator von 40.000 Kunden unter die 10 Endfinalisten. Bei der Gala für die 10 Endfinalisten nächsten Monat am 11.11. in Hamburg, da geht es nur noch, ob Sie unter die ersten 5 kommen. Die werden nochmal schöne Hauptpreise ziehen. Und Sie haben die Auswahl zwischen Sachpreis oder Bargeldgewinn. Der erste Platz bekommt Audi A4 in Wert von 50.000 Euro. Was darf ich da für Sie eintragen? Audi A4 oder 50.000 Euro im Bar? Ist das ein Auto? Ja, Audi A4. Nee, die haben mir letztes Jahr den Führerschein weggenommen, dann würde ich da das Geld lieber nehmen. Genau deswegen rufe ich Sie auch an, Sie entscheiden, ob Sie Sachpreis oder Bargeld gewinnen möchten. Und das Sie ist... Entscheiden sich auch... Bitte. Sie haben gesagt, da ist eine Gala in Hamburg. Genau, für die 10 Endfinalisten jetzt. Ich glaube, das habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. War das die Kai-Uwe-Meyer-Arena, da dieses große Studio? Die findet in Hansasaal statt. Aber das ist ja genauso, ist ja noch toller. Aber das ist dort das Kai-Uwe-Meyer-Gebäude, ne? Da dieses Fernsehding. Also ich war noch nie bei einer Gala-Abend dabei. Ach so. Ich weiß nicht, wo das wirkliche Gebäude ist. Gibt's da eine, das könnte, ja, gibt's da eine Kleiderordnung irgendwie oder wie funktioniert nein, das? Eine Kleiderordnung, also die meisten Finalisten, die kommen mit so Anzug, sage ich. Ja, das meine ich also, ja, weil dann müsste ich mal meine große Geige wieder raussuchen, sagt man im Militärjargon. Das kann ziemlich peinlich werden, wenn man den Begriff nicht kennt. Ich habe mal zu einer Dame gesagt, die hatte ich zum Abendessen eingeladen, sage ich, da muss ich meine große Geige rausholen, wenn wir Abendessen gehen. Die hat das falsch verstanden. Ja, wollte ich jetzt nicht auch sagen. Hoffentlich hat sie das nicht falsch verstanden. Ja, das hat sie, ne? Und sie ist dann weggegangen und die wollte ich. Ich bin dann noch zu ihr nach Hause, ne, weil der Vater ist von der Polizei. Da habe ich gedacht, nicht, dass der dann zu mir nach Hause kommt. Aber der war zum Glück auch bei der Marine und er kannte das. Ach so, okay. Ja. Gut, da hat er das ja auch ironisch auch annehmen können. Ja, der hat das dann aufgeklärt, dass ich halt bin ja, sagen wir mal, im Prinzip kein Perverser, sondern halt Soldat, ne?
Okay, Herr von Rüdershof, also ich muss auch jetzt langsam weitermachen, dass Sie das alles schriftlich halten, ja? Also, und bei der Gala, das Schöne dran, Sie müssen auch nicht vor Ort sein. Wenn Sie vor Ort sein möchten, da werden Fahrtkosten, Unterkunftskosten auch alles übernommen. Sie dürfen sogar eine Begleitperson mitnehmen, also Ihr Zwillingsbruder kann ruhig mit. Haha, das ist gut, dann geht erst er rein und dann nicht, da kriegen wir zwei Preise. Nee, es läuft nur unter einem Namen. Das war nur ein Scherz am Rande. Okay. Gut. Und bei der Gala bekommt der erste Platz den Hauptpreis Audi A4 in Wert von 50.000 Euro. Da haben sie sich anstatt Sachpreis Bargeldgewinn entschieden. Der zweite Platz bekommt Einbauküche Marke Miele in Wert von 25.000 Euro. Was darf ich dafür Sie eintragen? Einbauküche oder 25.000 Euro im Bar? Oh, was hat die Küche denn für Maße? Da müsste ich erst gucken, ob das bei mir reinpasst. Die wird dann entsprechend auch eingerichtet, welche Maße Sie haben. Ach so, das wird dann ausgemessen? Natürlich. Soll ich die Maße eben einmal nehmen, dass Sie das eintragen können? Nein, das brauchen wir doch nicht für die Verlosungsbescheinigung. Ach so. Das bekommen Sie doch erst schriftlich zugeschickt und dann entscheiden Sie sich. Ja, das Küche wäre schon nicht schlecht. Wir hatten da Marder unter der Verblendung. Ich habe immer gedacht, da ist der Geschirrspüler defekt, ne, weil es immer so gerattert hat. Und dann kam der Techniker und nimmt das raus, da ist ein Mardernest drin. Herr von Rüdershof, aber wenn wir so in die Länge ziehen, dann kommen wir gar nicht zum Ende, Herr von Rüdershof. Haben Sie gleich Feierabend? Nein, ich muss so weiter auch die anderen Finalisten noch anrufen. Achso, das müssen Sie alles machen? Alle 10 Finalisten. Ich bin der persönliche Sachbearbeiter für die Verlosung, damit Sie das schriftlich erhalten. Das ist ja klasse. Also bei uns streikt momentan die Post. Können Sie mir das auch per E-Mail nachher schicken? Sie bekommen das alles schriftlich an die Hinterburgstraße 112b in 8 bis 10 Tagen und dann entscheiden Sie sich, ja? Also lassen Sie bitte jetzt meine Arbeit weiter fortsetzen, seien Sie bitte so lieb, zuhören und dann entsprechend auch antworten, wenn Sie Fragen haben, dafür sind wir da, aber ich will jetzt nicht so in die Länge ziehen, ja? Na gut. Das Sofa. Gut. Also ich werde ja auch, meine Arbeit wird ja auch von Qualitätsabteilung auch gleich überprüft, ob ich auch das alles richtig eingetragen habe, damit Sie das alles schriftlich halten. Da bin ich ja in besten Händen bei Ihnen, das ist gut. Genau. Und dritter Platz ist schon Bargeldgewinn, 15.000 Euro, vierter Platz 10.000 Euro und fünfter Hauptgewinn 8.000 Euro. Kommen Sie nicht unter die ersten 5 von diesen 10 Endfinalisten bei der Galaabend, bekommen die restlichen Gewinner immer noch Trostpreis 1.500 Euro Einkaufsgutschein. Damit können Sie dann Rewe, Netto, Edeka, Altimarkt, Kaufland einkaufen, wo und wann Sie möchten. Bei allen? Haben Sie gleich was zu schreiben? Genau, Rewe, Netto, Edeka, Altimarkt, Kaufland, DM. Also ich mag ja am allerliebsten die knackigen Brötchen von Netto, die schmecken so, als wären die zweimal aufgebacken worden. Auch, können Sie auch. Gut. Wenn Sie nicht unter die ersten 5 kommen, dann haben Sie 1.500 Euro Einkaufsgutschein. Das können Sie bei Rewe, Netto, Edeka, Altimarkt, Kaufland.de einkaufen, wo und wann Sie möchten. Ja? Das ist doch klasse, da freue ich mich drauf. Wollen Sie bei der Verlosung als Gewinner veröffentlicht werden oder soll das anonym bleiben? Was darf ich da eintragen für die Verlosungsbescheinigung? Kann man da auch einen Künstlernamen eintragen? Weil ich schreibe Bücher, unter dem Namen kennen mich die Leute. Nein, aber ich bin schön, aber ich darf das nur eintragen, natürlich, wie Sie auch wirklich heißen. Ne? Ja, ich habe den Künstlernamen im Personalausweis auch drin stehen, also das ist ganz offiziell. Okay, also soll ich das dann eintragen, Herr Frau? Ja, Frieden, gerne. Okay, habe ich da noch eingetragen. Haben Sie vielleicht was zu schreiben, was zu notieren, bitte? Da muss ich mir gerade mal kurz den Notizblock zur Hand nehmen. Reicht ein kleiner Zettel oder brauchen wir einen größeren? Nein, kleines. Sie können immer als kleiner vortünen. Ja, ich habe nur einen großen Zettel hier. Ich muss eben einen kleinen holen. Einen Moment bitte. Ich hab's gleich. Ich schreibe auf die Serviette, die hier liegt. Da steht die Nummer vom Arzt auch schon drauf. Was soll ich denn notieren, bitte? Schon mal mit wem Sie telefonieren? Mein Name Andreas Bauer, Ihr persönlicher Sachbearbeiter für die Verlosung. Andreas Bayer, ja, mit AI? Bauer, nicht Bayer, Bauer. Wie ein Bauermann, ja? Wie der Landwirt Bauer, genau. Ja, genau, wie der Landwirt, ne, das ist gut. Sind Sie denn dann auch bei der Gala? Da müssen wir ja mal ein Sektchen trinken.
Ich werde auch da sein, auf jeden Fall. Und ich werde ja auch mit den allen 10 Finalisten dann auch persönlich ein Gespräch auch führen. Oh, das ist, da können Sie mir, was ziehen Sie denn an? Dann kann ich mich da schon ein bisschen orientieren. Ich bin auf so einer Veranstaltung noch nie gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe verschiedene. Also bis dahin ist noch ein Monat. Ich habe gar nicht überlegt, was ich anziehe, ganz ehrlich. Aber schon so Sakko und Jackett, ne? Natürlich, in der Richtung auf jeden Fall. Gut. Dann notieren Sie das Datum für diese Gala. Das ist der 11.11.23. Der 11.11. und dann beginnt das wahrscheinlich um 11.11 Uhr, oder? Nein, die Nein. 20 Uhr fängt die an. Um 20 Uhr fängt die an. 20 Uhr. Wenn Muss ich da einen Personalausweis mitbringen und Reisepass oder sowas? Nein, Ausweis reicht schon. Einfach Ausweis reicht. Gut, ich schreibe mir das eben mal auf. Personalausweis. Gucken Sie mal. Sie brauchen das doch nicht alles so viel notieren, weil Sie bekommen das so alles in 8 bis 10 Tagen schriftlich zugeschickt. Notieren Sie einfach doch nur, was ich Ihnen sage, als kleine Vornotiz. Na gut. Weil in 8 bis 10 Tagen bekommen Sie das so alles schriftlich zugeschickt, weil Sie entscheiden sich auch nicht am Telefon. Sie entscheiden sich erst, wenn Sie das schriftlich halten. Das ist kein Gewinnspiel, keine Lotterie, das ist eine kostenlose Verlosung für die Kunden von den Discountern. Das weiß ich ja, ne? Genau. Das hat mich bestimmt der nette Marktleiter empfohlen. Herr von Rüdersdorfer, bitte, gucken Sie mal. Ich bin noch nicht mal ein Viertel von dem, was ich Ihnen jetzt erzähle. Das ist, bitte einfach doch nicht, das, lassen Sie mir einfach bitte aussprechen, Herr von Rüdersdorfer. Ja. Seien Sie bitte so lieb, ja? So nett. Also nicht jedes zweite Wort mich unterbrechen und Ihr privat dann Geschichten. Das können wir gleich nochmal. Gut. Ich soll erstmal wissen, worum es geht. Dann können wir gleich nochmal das Weitere besprechen, okay? Sie ja, so, lieb. So machen wir das. Okay. Und wenn Sie nicht vor Ort sein möchten, sonst vergesse ich das vieles, was ich Ihnen noch sagen soll. Wenn Sie nicht vor Ort sein möchten, dann werden Sie zwischen 17 und 19 Uhr kontaktiert. Wenn Sie vor Ort sein möchten, da werden, wie gesagt, Fahrtkosten, Unterkunftskosten auch alles übernommen. Sie dürfen auch eine Begleitperson mitnehmen. In 8 bis 10 Tagen bekommen Sie, die Telefonnummer. Notieren Sie auch die Rufnummer von Hamburg, wo die Gala stattfindet. Sehen Sie, wenn Sie nicht mich unterbrechen, dann komme ich auch zum allem, was Sie auch wissen sollten, auch zum Gespräch. Ja, ich gebe Ihnen auch die Telefonnummer von Hamburg, wo die Gala stattfindet. Ja? Da können Sie auch jederzeit jemanden erreichen für Fragen und uns begleiten. 040. Ja, 04. Das ist die Vorwahl von Hamburg, ne? Genau, die Gala, die findet ja auch in Hamburg statt. Ach so, ja. Ja. 29. 96. 96 024. 024. Und da soll ich nachher anrufen? Nein, Sie bekommen heute im Laufe des Tages von denen Anruf, die werden Ihre Verlosungsbescheinigung freischalten, damit Sie das schriftlich halten. Das Wichtigste wird da kurz zusammengefasst, damit Sie das alles in 8 bis 10 Tagen haben. Wunderbar. Apropos Rufnummer, Herr von Rüdershof, können Sie auf dem Display Ihres Telefons die Nummer erkennen, unter welcher ich Sie anrufe? Nee, ich habe tatsächlich noch so ein ganz altes Telefon, das hat keine Anzeige. Ist nicht schlimm. Ich werde Sie danach gleich nochmal fragen müssen. Dann beantworten Sie die Frage einfach dann weiterhin mit Nein, wenn Sie die Nummer nicht sehen können. Ja, einfach Ja oder Nein entsprechend immer beantworten, Herr von Rüdershof. Okay? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll ich machen? Ich werde Sie gleich nochmal danach fragen, ob Sie meine Rufen mal sehen können. Ja. Dann beantworten Sie die Frage dann auch weiterhin mit Nein, wenn Sie die nicht zu sehen bekommen, habe ich gesagt Ihnen. Ja? Verstanden. Gut. Und in 8 bis 10 Tagen bekommen Sie Post von uns. Bei dem Begrüßungsschreiben haben alle 10 Finalisten nochmal was geschenkt, weil sie schon von 40.000 Kunden unter die 10 Finalisten sind. Ja. Bekommen alle 10 Finalisten bei dem Begrüßungsschreiben nochmal Reisegutschein in Höhe von 200 Euro oder Energiegutschein in Höhe von 200 Euro. Ja. Energiegutschein, das können Sie bei Ihren Stromanbieter einlösen, wo Sie Stromrechnung bezahlen oder beim Spritrechnung bezahlen. Oh. Welche soll ich da für Sie eintragen? Reisegutschein oder Energiegutschein? Ich würde Energie nehmen. Ich habe nämlich gerade passende Nachzahlung von 200 Euro per Post bekommen. Oh, das passt ja genau. Dann haben Sie ja genau diese 200 Euro als bei dem Begrüßungsschreiben als Geschenk. Weil das ist ja ein Traum. Weil Sie schon von 40.000 Kunden unter die 10 Finalisten sind, das bekommen alle 10 Finalisten bei dem Begrüßungsschreiben. Dankeschön. Und Bargeldgewinne werden innerhalb von 24 Stunden nach der Finanzierung überwiesen. Wo sollen wir das dann bei Ihnen überweisen? Was darf ich da für Sie eintragen? Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Entschuldigung. Trostpreis 1.500 Euro Einkaufsgutschein und Ihr Energiegutschein. Das geht an die Hindenburgstraße.
Straße 112b und Bargeldgewinne, die werden innerhalb von 24 Stunden nach der Galaabend überwiesen. Wo dürfen wir das dann bei Ihnen überweisen? Was darf ich da für Sie eintragen? Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, mit welcher Bankvertrauen arbeiten Sie da zusammen? Ich bin in Rente, das haben Sie falsch verstanden. Ich arbeite nicht bei der Bank. Nein, Sie haben mich falsch verstanden. Für die Gutschriften der Bargeldgewinne, wo wir das überweisen sollen, Sparkasse, Volksbank, Deutsche Bank, war die Frage. Ja. Ach so, wo ich meine Bank habe. Ja, bei der Sparkasse, genau. Entschuldigung. Ja, gut. Das muss ich eintragen, Sparkasse. Und wie lautet da die Überweisungsnummer für die Gutschriften der Bargeldgewinne? Sie meinen lange DE-Nummer. Ach ja, ich konnte das alles mal auswendig, bis Sie das auf dieses DE umgestellt haben. Ich muss gerade mal gucken. Einen Moment bitte. Ich habe hier so einen Schreibtisch, ne? Da habe ich alles eigentlich sehr sortiert, aber ich wollte heute sauber machen, darum liegt jetzt alles auf einem Haufen. Die muss ich eintragen, weil ja. Die wird auch gleich von Hamburg überprüft. Das ist für die Gutschriften der Bargeldgewinne, ja, Herr von Rüdershof? Ich bin aber nicht bei der Sparkasse Hamburg, ne? Ich wohne nicht in Hamburg. Ist für die Gutschriften der Bargeldgewinne, habe ich Ihnen gesagt, ist das, wo wir überweisen dann, ja? Weil Sie sagten, das wird von Hamburg überprüft, aber es ist ja die Sparkasse in Zwickau bei mir. Von der Hamburg, wo Sie die Telefonnummer von der Qualitätsabteilung über... Da wird gleich nochmal Anruf bekommen und da wird das überprüft. Von denen wird das nochmal überprüft. Ach so. Ja, ich verstehe von diesen ganzen Techniksachen nicht viel. Bin mein Leben lang Soldat gewesen, ne? Davon verstehe ich was. Haben Sie die IBAN-Nummer mittlerweile? Ja, ich habe die vorliegen. Haben Sie was zu schreiben? Ich muss das mitnotieren. Ja. Sagen Sie mir bitte. Sind Sie bereit? Ja. Ja, Dora Emil? Ja. 948 ja. 705 ja. 5 dreimal die 0 ja. 2 3 ja. 5 5 ja. 0 5 ja. 1 0 8 1 Brauchen 1, Sie auch 0, die BIC? 1081 haben Sie gesagt, ne? Genau, brauchen 1. Sie auch die BIC? Nein, nein, keine BIC, nur die Überweisung. Das ist IBAN-Nummer, ist eine Überweisungsnummer. Die brauchen wir für die Gutschriften der Bargeldgewinne dann, ja? Ja, das ist mir bewusst, wie sowas funktioniert, ne? Genau. Und wie sicher wir arbeiten, das wird auch jetzt von der Zentralbank überprüft, ob wir das doch auch da überweisen können, ja? Bei der Zentralbank? Das wird bei der Sparkasse Zwickau überwiesen. Ist das richtig? Genau, der Sparkasse Zwickau. Genau, gut. So, haben Sie denn soweit alles verstanden? Ich denke schon. Sie haben mir das ja sehr ausdauernd erklärt, ne? Da danke ich nochmals dafür sehr herzlich, ne? Kein Problem. Es ist ja auch nicht viel zu verstehen. Es geht ja nur noch für die 10 Finalisten bei der Gala am 11.11., ob sie noch unter die ersten 5 kommen. Die werden nochmal Bargeldgewinner sein. Ja. Das wird dann auch innerhalb von 24 Stunden nach der Galaabend am 12.11. dann auf diese Überweisungsnummer überwiesen, was wir dann auch für Sie eingetragen haben, ja? Das ist gut. Bis wann muss ich jetzt ja mal gucken, wegen einer Unterkunft auch. Bis wann muss ich das denn gemeldet haben bei Ihnen? Nein, Sie brauchen gar nichts um Unterkunft sich kümmern. Also wenn Sie vor Ort sein möchten, da werden Fahrtkosten, Unterkunft, alles auch besorgt, Herr von Dass. Ach so, ich muss ja jetzt nicht selber buchen irgendwo. Nein. Das Schöne dran, lesen Sie sich das so einfach in Ruhe durch. In 8 bis 10 Tagen haben Sie das alles schriftlich zugeschickt, weil Sie entscheiden sich erst, wenn Sie das schriftlich erhalten, okay? Ja gut, also es gibt dann keine freie Hotelwahl, ne? Also wir haben da selber bestimmt schöne Hotels. Ja? Ach so, weil ich hatte mal ein traumhaft schönes Wochenende mit einer wahnsinnig tollen Frau im Winzer Hotel in Hamburg. Die haben da so ein edles Zimmer, da ist ein Whirlpool in der Mitte drin. Da kann man sich das richtig gut gehen lassen, ne? Ich glaube, bei uns Hotels sind sie so bei Whirlpool im Zimmer drin. Oh, das ist ja klasse. Ich denke mal schon, weil die Verlagshäuser, die machen die Verlosung für die Kunden schon seit 10 Jahren und ich mache den Job seit 6 Jahren. Oh, das ist toll. Und ich habe meistens auch Finalisten, die sich dann auch später sich sehr, sehr herzlich bedankt haben für alles. Also nicht nur für die Preise, sondern auch für die ganze
Organisation. Ja, das ist, also auf jeden Fall muss ich nach dem Lauf der Woche mal einen Kuchen zu meiner Netto-Filiale bringen, weil die haben mich dann ja wahrscheinlich vorgeschlagen, weil ich gehe da ja immer nein, einkaufen. Nein, haben sie nicht. Sie sind durch diese Karte, was Sie haben. Ja, genau. Dadurch sind Sie, ja. Gut. Herr von Rüdershof, also Sie brauchen auch bei der Verlosung, bei der Gala, also nicht nur Sie, sondern alle 10 Finalisten, keine Zahlen mehr tippen, keine Lose mehr kaufen, keine Bearbeitungsgebühr mehr bezahlen, auch keine Gewinnsteuer mehr bezahlen. Das wird alles gesponsert wie bei Günther Jauch. Wie wird Millionär? Kennen Sie die Sendung auf RTL? Oh ja, das gucke ich jetzt schon seit 20 Jahren. Und ich wünschte, ich würde da auch mal sitzen, weil ich glaube, ich würde das schaffen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das vielleicht mal klappt. Bewerben Sie sich doch mal einfach da. Das tue ich seit 20 Jahren monatlich mit einer Postkarte. Und ich mache da immer Striche drauf, damit die sehen, wie oft ich mich schon beworben habe. Okay. Inzwischen wird der Platz zum Schreiben schon knapp, weil da so viele drauf sind. Weil wir haben das gleiche Gewinnsystem wie bei Günther Jauch. Da werden die Gewinner auch gesponsert von der Stern TV. Also das heißt, es schenkt ja keiner 50.000 Euro heutzutage einfach so. Wenn Sie dann bei der Galaamt Ihr Gewinn möchten, bekommen alle 10 Finalisten bei der Galaamt als Sponsoren eine Fernsehmagazin TV Hör 19. Der erste Monat wird dabei gratis sein. Die wird Sie wöchentlich Studentenbeträge nur 2,80 Euro kosten, wenn Sie Ihr Gewinn möchten. Wenn nicht, dann werden Sie auch nicht gesponsert. Deswegen ist das Schöne dran, Sie entscheiden sich auch nicht am Telefon. Sie entscheiden sich auch erst, wenn Sie das schriftlich erhalten. Das ist kein Gewinnspiel, auch keine Lotterie. Das ist eine kostenlose Verlosung für die Kunden von Rewe, Netto, Edeka, Aldi, Markt, Kaufland, DM. Ja? Sie sehen ja vom Geburtsdatum, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Ich habe den Zusammenhang nicht verstanden. Was passiert jetzt? Also Sie brauchen keine Zahlen mehr tippen, keine Lose mehr kaufen, keine Bearbeitungsgebühr mehr bezahlen. Soweit haben Sie verstanden, ne? Das habe ich verstanden. Danach ist es dann komplizierter geworden. Da tut mir leid, da bin ich raus. Das habe ich nicht verstanden. Ist nicht schlimm, dann lassen Sie mich doch einfach weiter nochmal erklären. Ist doch kein Problem, Herr Professor. Ja, danke. Bei der Galaamt werden Sie dann auch gesponsert, wie bei Günther Jauch, Wer wird Millionär? Da bekommen die Gewinner die Sternzeitschrift. Bei uns bekommen Sie am 11. November bei der Galaamt alle 10 Endfinalisten im Fernsehmagazin TV Hören und Sehen. Die wird Sie wöchentlich 2,80 Euro kosten, wenn Sie ihr gewinnen möchten. Wenn nicht, dann werden Sie auch nicht gesponsert. Deswegen, Sie entscheiden sich erst, wenn Sie das schriftlich erhalten, okay? Ja. Haben Sie soweit alles dann jetzt verstanden? Ja, jetzt hab ich es verstanden. Ich habe da eben so die eine Hälfte und jetzt die andere Hälfte. Okay. Und jetzt habe ich da was mit anfangen können. Also, wenn Sie Ihr Gewinn möchten, dann bekommen Sie eine Fernsehmagazin. Am 11. November, okay? Und die wird Sie wöchentlich nur 2,80 Euro kosten dann, ja? Verstanden. Das bekommen dann alle 10 Endfinalisten dann, ja? So, Herr von Rüdershof, Hans, gucken Sie mal, ich werde Sie auch mit Hans nennen, von Rüdershof, Hans, ne? Ich werde jetzt eine Minute brauchen, das Wichtigste noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ach so, können Sie auf den Display, können Sie nicht sehen. Nochmal? Können Sie auf den Display Ihres Telefons die Nummer sehen? Nein, haben Sie gesagt, ne? Nee. Meine Nummer. Und vielleicht wäre ja noch ganz wichtig, mein Bruder und ich, wir heißen ja beide Hans. Ich bin der Hans Herbert und er ist der Hans Rüdiger. Falls Sie das irgendwie einbauen müssen, dass es da nicht zu Verwechslungen kommt. Sie sind der Hans? Hans Herbert. Und mein Bruder ist der Hans Rüdiger. Ich mache mit Bindestrich Herbert dann, ja? Nee, das sind zwei verschiedene Namen, sonst muss man das immer zusammenschreiben, wenn da ein Bindestrich dazwischen ist. Wenn das zwei einzelne Worte sind, dann darf man sich das aussuchen nach Namensrecht. Das übrigens immer noch ins Deutsche Reich zurückgeht im Jahr 2023. Das ist verrückt. Okay, gut. So, habe ich dann auch eingetragen, Hans Herbert. Ja? Herr von Rüdershof, darf ich Sie was drum bitten? Ja, natürlich. Jetzt die eine Minute, ich werde nochmal Datenabgleich machen, ne? Aber das Wichtigste zusammenfassen. Ja. Und da bitte jetzt nur Fragen, bitte nur mit Ja und Nein beantworten. Bitte jetzt aber nicht das irgendwelchen Thema raussprechen.
nur einfach die Minute zuhören und wenn ich fertig bin, dann werden wir weiter diskutieren. Ich verspreche Ihnen. Aber sind Sie so lieb und eine Minute nur einfach mir zuhören, damit ich Datenabgleich mache. Ich werde nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Das Datenabgleich werde ich machen, IBAN-Nummer für die Gutschriften, der Bargeldgewinne überprüfen, den Sponsoren, damit sie dann schriftlich gehalten ist. Ja, okay? Ja, jetzt sagten Sie eben, im Anschluss wollen wir diskutieren. Was haben wir denn für ein Diskussionsthema, damit ich mich da schon vorbereiten kann? Nicht diskutieren. Das habe ich dann falsch ausgedrückt. Ach so. Also dann können wir weiter, dann können wir weiter reden, habe ich gesagt. Ja? Also weiter nicht diskutieren, sondern weiter, wenn Sie noch weitere Sachen zu sagen haben, erzählen, ja, das können wir weiter dann gleich nochmal reden. Das ist gut. Dann kann ich Ihnen gleich mal erzählen, ich bin nämlich Deutschlandmeister im Meerschweinchen hochstapeln. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Die kann ich Ihnen dann gleich noch erzählen. Okay, machen wir das so. Aber jetzt in einer Minute nur Fragen mit Ja und Nein beantworten. Ich werde auch ganz langsam sprechen, aber bitte nicht Zwischenfragen jetzt stellen, damit Sie das alles schriftlich erhalten, ja, Herr von Rödershoff, okay? Ja. So, zu Ihrer und unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, seien Sie doch bitte so nett und bestätigen Sie dies mit eindeutigem Ja. Ja. Lieber Herr von der Dorf Hans Herbert, können Sie auf dem Display Ihres Telefons die Nummer erkennen, unter welcher ich Sie anrufe? Nein. Kein Problem. Unsere Kundenhotline-Nummer lautet 040-2999-6024. Können Sie sich jederzeit melden, wenn Sie Fragen haben. Mein Name ist Andreas Bauer von der Firma Leon Group. Heute ist der 11.10.2023. Es ist jetzt 9.58 Uhr. Ich spreche mit Herrn von Rödershoff. Hans Herbert ist geboren, 9.04.1951. Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Die Anschrift Hinderburgstraße 112b in Bayreuth, die Postleitzahl 95445. Ist das richtig? Hindenburgstraße, bitte. Genau, Hindenburgstraße. Ja, ist das richtig? Das ist korrekt. Dankeschön. Dankeschön. Sie haben sich für die Zeitschrift TV Hören und Sehen entschieden. Dies ist 13 für 12 Angebot der Firma AD Medienpress Hamburg GmbH. Das heißt, einen Monat erhalten Sie die Zeitschrift kostenlos und 12 Monate gegen Rechnung. Zusätzlich erhalten Sie als Dankeschön einen Urlaubsgutschein von Holiday Tours 24 in Höhe von 2x100 €. Die Nutzungs- und Einlösbedingungen können Sie auf den Homepage von Holiday Tours 24 einsehen. Alternative können Sie Ihr Gutschein auch in einen 200 € Energiegutschein wandeln. Die Wohnzeitschrift TV Hören und Sehen erhalten Sie wirklich zum derzeitigen Preis von 2,80 € und wird in der Regel bei der Sparkasse abgebucht. Darüber wurden Sie schon informiert, waren auch damit einverstanden. Ist das richtig, Herr von der Hof? Es war zu schnell, ich habe es nicht verstanden. Ach, sehen Sie, Herr von Rödershoff. Sie haben gesagt, Sie sprechen langsam. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Es tut mir leid, aber ich weiß doch gar nicht, was Sie da sagen alles. Ich habe Ihnen doch nur den Sponsoren gerade überprüft. Den Sponsoren, die TV Hören und Sehen. Das war doch nicht so schnell. Ich bin doch nicht so schnell, Herr von Rödershoff. Sie sind sehr in Eile. Ich weiß ja, dass Sie viel zu tun haben, aber ich muss das doch auch verstehen. Ja, aber Sie müssen mich auch verstehen. Gucken Sie mal, wir telefonieren seit 20 Minuten. Normalerweise dauert so ein Gespräch, damit Sie das alles schriftlich halten. 5 Minuten. Ich habe Ihre Militärsachen angehört, ich habe das gehört. Aber warum sagen Sie es doch nicht so einfach? Nur einfach Ja und Nein. Ich werde jetzt nochmal neu starten. Ich werde noch langsamer sein. Bitte nicht unterbrechen. Das ist wichtig für die Verlosungsbescheinigung, damit Sie das schriftlich halten. Ich bin schon langsam aus der Puste, Herr von Rödershoff. Sollen wir kurz eine Verschnaufpause machen? Soll ich Ihnen Witz erzählen? Herr von Rödershoff, ich bin doch nicht da, um Witze zu hören. Ich bin da, um meine Arbeit zu machen, damit Sie das schriftlich erhalten. Okay? Ja. So, bitte einfach nur eine Minute jetzt dann wieder nochmal. Ich werde nochmal neu starten. Ich werde noch langsamer sein. Bitte geben Sie mir die Minute, Herr von Rödershoff, damit ich meine Arbeit zu Ende machen kann. Ja, ich gebe Ihnen auch 5 Minuten. Das ist gar kein Problem. Ich möchte nur verstehen, um was das geht. So,
Ich mache nur Datenabgleich, damit Sie das schriftlich erhalten. Das habe ich doch schon alles, was ich Ihnen jetzt sage, eigentlich schon von mit Ihnen besprochen. Da brauchen Sie sich nicht so weit konzentrieren, Herr Professor. Ja, aber warum fragen Sie mich das denn alles nochmal, wenn wir das schon besprochen haben? Herr von Rüdershoff, das Wichtigste fasse ich da zusammen. Also ich kann ja nicht in den bei der Hamburg das Weiterleiten über Ihre Militärsachen. Also das Wichtigste, dann, was Sie dann in der Verlosungsbescheinigung bekommen, das fasse ich doch nochmal ganz kurz zusammen für Sie, Herr von Rüdershoff, ja? Ja, also ich habe ja aufgehört als Generaloberstleutnant, ne? Sehen Sie, jetzt haben Sie wieder, fangen wir wieder mit Generalsachen an, Herr von Rüdershoff. Ja, natürlich. Aber bitte, das können wir doch gleich, das habe ich Ihnen auch versprochen, gleich können wir darüber weiterhin sprechen, habe ich dann gesagt, Herr von Rödershoff. Ja. Bitte eine Minute, bitte, ich werde nochmal neu starten. Bitte geben Sie mir die Minute, bitte, okay? Ja, oder Sie haben, ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben auch 5 Minuten meiner Zeit. Ich mache mir nebenbei die Nägel. So, Herr von Rödershoff, bitte jetzt, ganz kurz. So. Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird das Gespräch aufgezeichnet. Wenn Sie damit einverstanden sind, seien Sie doch bitte so nett und bestätigen Sie dies mit eindeutigem Ja. Ja. Lieber Herr von Rüdershoff, Hans Herbert, können Sie auf dem Display Ihres Telefons die Nummer erkennen, unter welcher ich Sie anrufe? Nein. Kein Problem. Unsere Kundenhotline-Nummer lautet 040-2999-6024. Können Sie sich jederzeit melden, wenn Sie Fragen haben. Mein Name ist Andreas Bauer von der Firma Leon Group. Heute ist der 11.10.2023. Es ist jetzt 10.02 Uhr. Ich spreche mit Herrn von Rüdershoff. Hans Herbert ist geboren 9.04.1951. Die Anschrift Hindenburgstraße 112b in Bayreuth. Die Postleitzahl 95445. Ist das richtig? Korrekt. Dankeschön. Sie haben sich für die Zeitschrift TV Hören und Sehen entschieden. Dies ist 13:12 Angebot der Firma AD Medienpress Hamburg GmbH. Das heißt, einen Monat erhalten Sie die Zeitschrift kostenlos und 12 Monate gegen Rechnung. Zusätzlich erhalten Sie als Dankeschön einen Urlaubsgutschein von Holiday Tours 24 in Höhe von 2x100 €. Die Nutzungs- und Einlösbedingungen können Sie auf den Homepage von Holiday Tours 24 einsehen. Alternative können Sie Ihr Gutschein auch in einen 200 € Energiegutschein wandeln. Ihr Wunschzeitschrift TV Hören und Sehen erhalten Sie wöchentlich zum derzeitigen Preis von 2,80 Euro und wird in der Regel bei der Sparkasse Zwickau abgebucht. Darüber wurden Sie schon informiert, waren auch damit einverstanden. Ist das richtig? Nein. Herr von Rüdershoff? Nein. Sehen Sie, jetzt sagen Sie nein. Warum? Ich sollte doch jetzt nein sagen, haben Sie gesagt. Die letzte Warum Frage mit nein beantworten, haben Sie gesagt. Oder war das noch gar nicht die letzte Frage? Aber das ist alles so unkompliziert. Gibt es da einen Leitfaden für? Spaßen Sie jetzt mit mir, Herr von Rüdershoff? Sie haben doch gesagt, ich soll nein sagen. Ich verstehe das alles nicht. Kann man das nicht einfacher gestalten? Ich nehme jetzt noch mal einen Zettel. Wie viele Fragen haben Sie? Ich schreibe mir auf, wann ich Ja und Nein sagen muss. Das tut mir so leid. Das ist echt. Ich mache den Job seit 6 Jahren. Ich muss Ihnen echt sagen, Sie haben Bücher geschrieben. Sie sind ein Soldat, General. Ja. Ich habe jetzt einen Zettel. Bei der ersten Frage soll ich Ja sagen. Mir fehlen die Wörter jetzt momentan bei Ihnen, Herr von Rüdershoff. Sie machen das Beep, Sie machen zwischendurch, wo ich das Gespräch auch habe, irgendwelche Geräusche von Ihnen, Beep, Beep oder so. Ich habe einen Hühnerstall im Garten, das ist der Hahn. Er hat gekräht, das ist ja noch am Morgen. Also auf die erste Frage soll ich Ja antworten. Moment. Lassen Sie erstmal tief Luft nehmen von mir. Ist alles in Ordnung. Das ist nicht schön, was Sie mit mir machen, Herr von Rüdershoff. Sie sind ein richtiger Genie, aber Sie legen mich auf den Arm.
Was mache ich? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe den Sponsoren überprüft, die TV Hören und Sehen, den Sponsoren, die sie wirklich nur 2,80 Euro kostet. Und da haben sie bewusst Nein gesagt. Und jetzt haben sie das Gespräch total unterbrochen und mich richtig für einen Doofmann hingestellt. Entweder gucken Sie mal, Herr von Rödershof, jetzt werde ich nicht mehr seriös. Ich war ganze Zeit lieb, nett. Das muss nicht sein. Ja, das waren Sie, das stimmt. Ich muss nicht jetzt halbe Stunde um Ihre Verlosungsbescheinigung mich quälen. Ich kann zwei Sachen machen als Sachbearbeiter. Entweder bearbeiten, damit Sie das schriftlich halten, weil Sie entscheiden sich erst, wenn Sie das schriftlich halten, oder ich werde jetzt weiterleiten, der Herr von Rödershof, der nimmt uns auf den Arm und deswegen werden Sie dann rausgenommen, Herr von Rödershof. Das ist nicht seriös. Nee, ich möchte da ja teilnehmen. Aber Sie sehen doch, dass ich schon älter bin. Sie sind ein lieber Mensch, netter Mensch. Sie verstehen eigentlich meine Fragen. Sie können das eigentlich mit Ja beantworten. Dann sagen Sie Nein und dann sind Sie auch noch frech und sagen dann noch, ich sollte ja auch die letzte Frage mit Nein beantworten, obwohl ich mit Ihnen letzte Frage gar nicht fertig war oder irgendwas darauf hinaus. Ja, ich weiß doch nicht, wann die letzte Frage kommt. Jetzt sagen Sie mir doch, in welcher Reihenfolge ich das sagen soll. Herr von Rödershof, ich will das doch richtig machen. Herr von Rödershof, gucken Sie mal, was gibt es da? Sagen Sie mir doch einfach, wie ich antworten soll. Ja, nein, ja, nein, dann schreibe ich mir das auf. Herr von Rödershof, warum wollen Sie sich das einfach aufschreiben? Gucken Sie mal, ich habe den Sponsoren überprüft, Sie haben Nein gesagt, Sie wollen nicht gesponsert werden. Das ist der Sponsoren, da müssen Sie einfach die Ja sagen, weil Sie auch von denen gesponsert werden. Und dann unterbrechen Sie mich und wir diskutieren jetzt schon wieder 10 Minuten. Ja. Und ich wäre schon fast, gucken Sie mal, jetzt aber bitte jetzt einfach Ruhe haben. Ich wäre schon fast fertig. Ich wollte noch die IBAN-Nummer überprüfen, die Hauptpreise noch mal überprüfen, dann wären wir schon fertig und dann hätten wir schon alles fertig. Aber gucken Sie mal, was Sie gemacht haben. Sie verarschen mich jetzt immer noch und nein, tun so, hallo. Ob Sie holen werden und Sie sind so frech und tun so, ob Sie noch beleidigt geheult haben. Was soll die Scheiße auf Deutsch gesagt, Herr von Rüder? Naja, machen Sie das? Darf ich? Sie haben ja eben gesagt, normal dauert so ein Gespräch 5 Minuten. Das heißt, in diesen 40 Minuten habe ich Sie davon abgehalten, 8 Leute zu betrügen. Sie sind ein mieser Abzocker. Das ist es. Und du bist live im Radio übrigens. Und die ganz Deutschland lacht dich aus, du Betrüger. Ja. Wir haben uns da absichtlich eingetragen. Haben Sie schön gemacht. Ja. Was habe ich denn Ihnen verkauft? Ich habe Ihnen noch gar nichts verkauft. Ja, du hast ja von deiner Fake-Gala erzählt. Das ist ja diese typische türkische Zeitungsmafia mit Abos andrehen. Das ist das, was du machst. Oh, Freunde, das ist seit langem der allerbeste Anruf. Oh, habe ich den Typen zur Weißglut getrieben. Oh, ist das geil. Ich freue mich gerade, so 8 Leute potenziell davor gerettet und dem Typen so richtig schön den Tag versaut. Schade, ich habe gehofft, wir schaffen noch einen Anlauf mehr mit seiner komischen Aufzählung und Aufnahme. Hammergeil, danke, dass ihr dabei wart.